Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minias, der im Kreis rennt. Der Kaiser macht's kaputt. Ich mach's kaputt. Ja, wir haben eine kurze Frage. Ja. Wolltest du den Raum hier, ne? Wolltest du hier außen an die Wand oder wolltest du den Raum noch um eins größer machen und dann an die Wand? Du meinst die, die Verstärkung? Die Blöcke? Nee, den Baum kann man hier direkt an die Wand setzen, ne? So. Ja, eins, zwei, drei haben wir Platz. Ja, das reicht. Drei jetzt bis zur Wand? Das reicht, ja. Okay, dann mache ich da weiter. So, du machst jetzt mal kurz Krach. Guten Tag. Ich mach kurz Krach. Weil wir haben gerade beschlossen, wir machen in der Mitte keine Betondecke, sondern wir machen hier, wo die Spikes hinkommen, machen wir diese Beton-Pillars, ne? Genau, diese Pfeiler. Genau, die wir auch schon in der Baumhausstaffel hatten. Weil, dann droppt der Loot nämlich so schön durch. Der plumpst dann zu Boden. Na, ich nehme nur außen weg und dann sollte das schon zusammenbrechen. Hast du? Warte mal. Ich bin sehr gespannt. Soll ich mal die Woodframes wegnehmen? Nee, lass sie ruhig. Aber die gehen doch kaputt. Ne, ich nehme die vorher ab, bevor ich den letzten wegmache. Wo ist Concrete Pillar Wet? Brauche ich genau. 49, komm, machen wir 50. Das nur als, Stahlbeton machen? Als Hilfslinie. Ich weiß gar nicht, ob du die als Rebar machen kannst. Ups. Scheiße. Geht das? Hallo. Rebar Frame Pillar 100er nur. Kannst du 50er machen? Moment. Wieso? Wie 50er, 100er? Die sind nur einen halben Block breit. Das heißt, du kannst da noch durchgreifen und so. Oder durchschießen und reparieren und so. Rebar Frame Pillar. Kann ich 100er kann ich machen. 100er, okay. Ja, wir brauchen die 50er. Wie 50er? Die sind schmaler. Aber ich kann... Die sind ein bisschen schmaler und 100er, da hast du hier das komplette Ding weg, da hättest du auch die Decke drin lassen können, weißt du? Die dürften genauso breit sein. Ich verstehe nicht, okay. Die sind zu breit, die 100er. Die nehmen zwar auch einen ganzen Block an. Achso. Wie krieg ich die 50er? Muss ich die lernen oder was? Oder nee, ich glaube Rebar gibt's die gar nicht. Ach so. Also die kann ich nur aus Wet Concrete direkt machen. Ach so. Okay. Ah, das wird schön. Vielleicht kommt da gleich schon mal ein Probegast. Das wäre schön, ja. Würde mich freuen. Muss ja, also automatisch läuft jetzt hier noch nichts. Ja, oh ja. Der kriegt Blümchen. So, oh Mann, ey. Schneller! Hab ich meiner 69 alles voll? Das Problem ist, der Aufgang passt dann aber nicht mehr, wenn wir die Wand einziehen. Der hier hinten? Den ich geplant hatte, ja. Außer wir lassen das. Doch, lässt. Natürlich passt der. Könntest du Leitern dran machen und dann. Ich mach einfach so. Wir setzen ihn einfach um eins tiefer in die Wand. Fertig. Ja. Wird einfach das geht hoch. Wir werden ja wohl kaum genau an dieser Stelle durchkommen. Außerdem kann ich auch nur mal eins versetzen in die Wand rausnehmen und Beton nochmal reinsetzen. Ja, wir können auch theoretisch an jeder Ecke einen Aufgang machen, weißt du? Das würde ja auch gehen. Weil die sollen nicht aus dem Käfig rauskommen. Also wenn die einmal drin sind, dann müssen die auch da drin sterben. Sonst haben wir ein Problem. Die Armen. Ich habe schon ein bisschen Mitleid. Echt? Ich überhaupt nicht. Ich freue mich drauf. Und dann machen wir uns auf gleicher Höhe oben noch ein Schaufenster. Oder ein Schießfenster, da können wir schön stehen und die noch abknallen zusätzlich. Und wir machen uns Schalter, wenn wir sagen, wir haben keinen Bock jetzt auf automatische Geschütze, dass wir die ausmachen können. Kannst du die erst alle reinplumpsen lassen, dann kannst du dir überlegen, welche Schalter du umlegst. Damit sie platt sind. Das war schon eine Action. Ist das überhaupt die Mitte, ja, ne? Ja, du bist richtig, ja, ja. Okay. Das würde mich jetzt schockieren, wenn ich da... Achtung, jetzt kommt gleich runter. Nicht in der Mitte stehen, bitte. Ich glaube nicht, dass es runterkommt bei den ganzen nicht abstürzenden... Doch, es kommt runter. Gott sei Dank. Wing.
So, dann machen wir das am besten auch als Dingensrichtung. Achso, ne, warte, so und so. Jetzt nochmal. Ja. Boah. Gut, dass ich 50 gebaut habe. Ah ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Das ist jetzt ein höher, als wir es früher hatten. Sollte aber trotzdem funktionieren, meinst, mit dem Looten und mit dem Reparieren. Und so. Reparieren? Mhm. Das sollte noch klappen. Jetzt können wir den Boden einziehen, also das ist jetzt, ja, glaube ich, das nicht das Problem. So, dann brauchen wir noch Metallspikes, 49 Stück, die klatschen wir dann noch drauf. Also ich glaube die 14er Horde könnten wir, boah, wenn alles gut schaffen, geht. Ja. Ja, zur Not erwarten wir sie hier unten, oder? Ja. Also irgendwie kriegen wir schon platt. Ich brauche neue Reaver-Frames, ich habe gleich alle aufgebraucht. 1000 Stück? Ich weiß nicht, wie viel es waren, ja. 999. Krass. Aber wir haben noch genügend Eisen oben, sollten wir gleich nochmal ansetzen. Ja. Jetzt bin ich durch. Okay. So, jetzt darf noch nichts kommen. Wir können ja rein theoretisch auch hier Wände reinmachen. So als Sicherheitsmaßnahme nochmal. Ja, ach so, ja. Könnten, ja, wir. Müssen, ja, wir Platz genug ist. Also, wir haben 3 Platz. Da kannst du sogar noch Forges an den Rand setzen, weißt du? Ja. Außen und hast immer noch genügend Platz, um vorbeizugehen aneinander. Spikes. Welche machen wir denn? Machen wir eigentlich die Scrap Iron Lock Spikes, ne? Mhm. 20. Ja, machen wir schon mal 20. Eisen. Ach, mein Bein ist noch kaputt. Ich muss mal einen Splint nehmen. Wir haben oben die Super Splints. Perfekt. Doppelsprung. Ja. Hat geklappt. Ach, ich finde es so geil, dass dieser Gang jetzt endlich fertig ist hier hoch. Weißt du, das ist so angenehm mit der Leiter. Ja. Anstatt immer die ganze Zeit da. Man wird ein bisschen hochgezogen, aber das geht schon. Boah, habe ich volle Taschen. Soll ich mal die einen Ding hier noch zumachen? Welchen? Da oben ist 2 offen. Oh, okay. Ja, gerne. Du kannst, ich brauche noch ganz viele. Aber wir haben keine mehr angesetzt, keine Reaver-Frames, ne? Dann ist ja auch ein bisschen wenig. Ah, guck mal, der Dünger brauchen wir aktuell was, nicht. Was denkst du, was wir noch holen? 200, ne? Ja. Ach komm. 400. Was kostet die Welt? Wieso kann ich es nicht craften? Verstehe ich nicht. Klick, klick. Was denn, Reaver-Frames? Ja. Endel fehlt hier. Hast du im Rechten gemacht? Wir haben keinen Ach. Endel hier drin? Haben wir den nicht in die andere gesetzt? In die andere komische. Achso, na gut. Kleine, ja, Forge hier? Ja, ne? Ja, hier ist einer drin. Der dem. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber das werde ich jetzt gleich mal korrigieren. Zack, perfekt. Okay. Wet Concrete Block. 500. Ach ja, geht ja, okay. Dann haben wir Scrap Iron irgendwo. Oh, wir müssen, yeah, müssen ewig viel haben. Ja. Spike. Kann man nicht direkt mit Stahl machen? Geht nicht, wa? Nee, leider nicht. 30, dann haben wir jetzt 50 davon als Reserve. Passt das? Das geht nicht. Nicht durchtackert. Wir könnten ja auch für den Tag der Horde die Forges einfach hier ausmachen. Und unten ein paar setzen. Mhm. Wir können dann die Schreitern anlocken, ja. Genau. Gewollt. Genau, das meinte ich. Und wir müssen hier unten noch Doppeltüren auf jeden Fall reinsetzen. Eine kurz nachdem wir die Leiter runtergekommen, ja, sind. Weißt du so, das kannst du mal Vault. Die Vault Doors am besten. Genau. Ansetzen. Kann ich die schon? Vault. Es gibt nichts Stärkeres als das Verstärkte, gell? Hier. Ich glaube nicht. Gibt Bauklötze. Gibt es Tanksten? Tanksenblöcke? Obwohl, genau, Stahl, das hatte ich gerade überlegt. Stahl sollte eigentlich reichen. Destroyed Stone. Moment, wir können. Die sind doch jetzt die Reinforced Concrete Blöcke, die ich jetzt gerade setze durch den. Ja. Aber Stahl müsste doch noch gehen, oder? Genau, Stahl ist die nächste Stufe. Ich würde aber erstmal die Pillars aus Stahl machen. Und die Spikes. Ich habe 1200. Nochmal deinen Wartungsgang hier. Wie mache ich das? Oder nee, du kannst ja auch drüben hoch. Ne? Dann nehme ich den jetzt weg und mach den zu. Ja.
Genau, ich frame mich nur auf der anderen Seite hoch. Genau, genau, du kannst ja sowieso raus. Darf ich mir mal deine Dingens leihen? Deine HD-Nägern? Oder beziehungsweise, ja, nee, warte, ich setze erstmal um die Dinger. Ich hole mal, ich mache mal Stahlleitern gleich, damit wir da hochkommen. Das ich habe mal wieder weggenommen. Ich setz nur kurz die. So, wo sind die Babys? So. Also wenn wir hier unten sind, sind wir, glaube ich, relativ sicher. Ja. Wenn wir auf den Außen, wenn wir den Wartungsgang außen noch haben und die praktisch dann durch dieses Runterklatschen nicht da rein können. Ja, die sollten schon ordentlich Schaden kriegen. Ja. Von allen Seiten. Ne? So, Doppelwand ist fertig. Ich mache jetzt kurz mal Leitern und komme dann zu dir. Mhm. Oder soll ich von unten aufwerten? Die Betondinger brauchen noch ein bisschen zum Trocknen, aber du kannst schon aufwerten, wenn du willst, ja. Dann gib mir mal das Scrap Iron, wirf das mal bitte hier durch. Ja. Ich teste. Super. Hä, gehen die nur eine Stufe? Wenn du keinen Stahl hast, ja. Warte. Ich schmeiße Stahl. Ist der? Ja. Ich sehe es nicht ganz. Da ist es. Klappt, ne? Ja, perfekt. Guck mal. Pass aber auf, dass du jetzt nicht... Ja, ich bin schon raus. So, dann kümmern wir uns gleich um die Elektrik. Das ist gleich. Wird noch ein bisschen dauern, aber... Ja. So weit steht's schon mal. Ich ziehe erstmal provisorisch hier einen Woodframe-Käfig drum. In zwei ich hol mal die, dass wir die Wand setzen können. Ich hol mal die anderen Reaver-Frames. Mhm. Also hier oben machen wir noch keine Wand. Machen wir da erstmal die Elektrik. Das ist gleich. Wir müssen die ganzen Sachen erstmal bauen. Aber dann ist es schon fast. Vom Groben her fertig. Oh. Klick's ja an weg hier. Ach komm, ich mach noch 200. Wir haben noch so viel Material da. Knall raus. Da kommt auch noch ordentlich Concrete. Also Zement erstmal und dann. 200. Wieso kann ich keine mehr machen? Was fehlt dann? Wir haben kein Iron mehr hier drin dann. Was? Wenn ich noch 200 mache. Ach, Moment. Händel. Ich dachte jetzt schon gerade, hä, wieso denn das? 200 Anvils könnte ich nicht machen. Okay. Ja klar, wer will aber auch 200 Anvils, weißt du, da können wir die Zombies mit Tod werfen. Schön. So, warte mal. Pillars noch aufgewertet haben, dann ist das schon Ich mach Stahlleiter, ne, direkt. Ja, mach, komm, ich schmeiße noch ein paar, ich habe noch ein paar Stahlbarren hingeschmissen. Da liegt noch ein bisschen. Ja, die kann ich nur in der Werkbank machen. Nimm den Stahl vom Boden mit. Hab ich. Gut. Ich kann nur mit das in der Werkbank machen. Das ist ja doof. Das funktioniert super mit dem Raufgehen. Wie ganz hoch meinst du jetzt? Ja, kommst du schön in einem Rutsch durch. Aber mir fehlt eine Leiter. Nee, oh, da kommt was. Hallo, Mädel. Warte. Hallo, Schatzi. Ja. Komm her. Soll ich den Rand hier mal fertig machen? Der ist ja gar nicht Stahlbeton, sehe ich gerade. Nee, der reicht nochmal. Ey, komm her. Komm, Fall. Ja, los. Na komm. Das sieht doof. Oh, schreit er da noch. Komm mal her, komm mal zu mir. Nein, die will nicht. Was hier? Ach, das war dein Durchgang. Was ist denn mit dir? Komm mal zu mir, dass sie nicht immer über die Ecke läuft. Dass sie wirklich gegenüber ist. Macht sie gerade noch nicht. Komm. Hüpf. Ja. Nee, die hüpf runter. Die hüpft nicht. Ja, die ist schlau.
So, Wet Concrete Block. Was? Ich habe mich verletzt? Von dem kurzen Stück? Was? Hey. Wir sind das geschafft? Ach ja. Na, es sind schon ein paar Blöcke zu viel gewesen, okay. Aber. So, und weiter geht's. Und da oben läuft noch ein bisschen was rum. Also es könnte immer noch sein, dass du gleich unten Besuch bekommst. Die stöhnt da gerade. Ach, du bist gar nicht unten. Meinst du, die läuft da? Hast du die Bolt aus schon gemacht? Nee, gell? Nee, gelernt habe ich die. Ich muss sie gleich mal anschmeißen. Mhm. 10 Punkte. Oh, alles klar. Teurer Spaß. Dann lasse ich mal ein paar Springs durchlaufen. Ja. So. Habe fertig. Was? Lamp of Coal braucht man? Für was? Um Dings zu machen, Springs. Echt? Jo. Okay. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Scheiße, haben wir keine mehr. Wir haben keine Kohle mehr. Wie? Doch, ich habe welche in der Tasche. Okay. Doch, ich kann das hier abbrechen. Turn off. So, jetzt haben wir wieder Kohle. Da. Ah, wo ist denn die Mitte? Scheiße, ich kann das nicht sehen. Ach, komm. Spring. The spring is my love. So. Zack. Wieso kann ich die nicht craften? Crafted in a workbench. Achso, aus Stahlbarren und Kohle. Alles klar. Da. Ach, die Springs muss man auch erst lernen. Ja, leck. Nee, Springs kann man nicht. Was ist denn? Was? Oh Gott. Was? Wieso? Da will ich den aber nicht. Ich will den dahin haben. Hallo. Springs are great for making. Was fehlt mir denn, um Springs zu lernen? Er sagt, ich müsste es lernen. Ach, fehlt mir vielleicht der Steel Manufacturing's Gedöns? Gedöns, ja? I don't know. Was muss man denn lernen? Für Springs? Die kriegst du aus dem Auto. Nein, um sie zu craften, meine Steel Armor, Steel Tool Crafting. Nee, kann auch nicht sein. Da brauche ich Tools Missing 7. Hast du Tool Crafting 7 schon? Ja. Ah, deswegen. Und jetzt zeige ich mir keine neuen Rezepte an. Na, so haut das nicht ganz hin hier. Gut, dann musst du das machen. Du wolltest die Türen machen, ne? Ja, konnte ich nicht, weil ich keine Federn machen kann. Beziehungsweise okay. Vielleicht haben wir auch irgendwo in der Kiste noch Federn, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert. Also, wir haben ja 10.54 Uhr. Dann mache ich es einfach so. Noch nicht so hübsch, aber... So, der Aufgang in den anderen Bereich ist erledigt. Super. Ich habe schon mal so ein paar Stahl. Blades gesetzt, aber das passt nicht. Aber das machen wir zum Schluss. Erstmal den restlichen Schissel. Sehen wir uns morgen wieder, wa? Oh, ist schon wieder. Oh nein. Oh, schon längst. Immer. Okay. Bis morgen. Achso, Hashtag? Mir egal. Mir egal? Raus. Hashtag mir egal? Mir egal. Hashtag Stahl. Stahl ist gut. Dann bis morgen. Brauchen wir. Macht's gut. Tschüss.